Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Alphilets von Umwafen anzunehmen bei Novani in den Sangernmarschen an dieser Position, also oben in Tervedor. Vorquest dürfte gewesen sein bedrohliche Marschenfänge. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Falls da Interesse besteht, ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze müsste aber auch in PC Classic funktionieren. So, der Aufzug ist weg. Aber ich bin ja Paladin. Mache ich einfach mal so. Oh, der Pilz. Ich glaube, der Fallschaden hätte mich auch getötet auf dem Pilz. Das war schon ziemlich hoch. Und jetzt bin ich unten. Jetzt darf man 8 Alphilets sammeln. Ich zeige euch, wo man die sammelt. Und da man unter Wasser kämpfen muss, beziehungsweise darf, man kann natürlich auch die Mobs an die Oberfläche pullen. Das ist aber ziemlich aufwendig, finde ich. Aber hier sieht man um Waffenal. Man hat bei der Quest auch ein Quest-Item mitbekommen. Bei mir ist es an der Quest mit allem geheftet, dank der Wasseratmung. Ihr findet aber auch das Item im Inventar, falls es bei euch nicht da ist. Benutzen und dann habt ihr unendlichen Atem für 60 Minuten. Okay, das ist widersprüchlich, unendlicher Atem, aber für 60 Sekunden. Okay, ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Und hier darf man in diesem Gebiet diese Umbrafen alle töten. Die droppen diese Alphilets. Ziemlich selten, wie ich finde. Ich werde euch zeigen, wie ich so 1-2 Filets loote. Dann werde ich die Aufnahme unterbrechen, weiter Quests sammeln und dann in der Nähe von Tervedor mich wieder bei euch einblenden, wegen Questabgabe und so weiter. Weil das Ganze aufzunehmen würde sehr lange dauern und würde ziemlich viel Festplattenspeicher kosten, sage ich mal. Hoppala. Da ist auch schon ein Alphilet. Ich habe also jetzt wie viel? 3-4 Mobs getötet und habe erst ein Quest-Item. Aber gut, das ist Dropglück. Vielleicht habt ihr auch Glück und es droppen 2-3 hintereinander. Das kann auch sein. Muss man immer bedenken. Da war jetzt nichts. Der Mob ist in der Nähe von dieser Hydra. Okay, er kommt alleine. Sehr gut. Da ist noch ein Alphilet. Also ihr seht, diese Umwaffen alle droppen diese. Und nicht vergessen, das Quest-Item zu benutzen, falls ihr Atem braucht. Das hat sogar 3 Aufladungen, wie ich gerade sehe. Also könntet ihr 3 Stunden unter Wasser verbringen. Wie schon erwähnt, mache ich jetzt eine Unterbrechung. Aber nicht wegschalten. Bis gleich. So. Ich habe meine Alphilets zusammen. Das ging flotter, als ich dachte. Wie schaut es aus mit dem Aufzug? Der kommt gerade nach unten. Perfekt. Sehr gut. Das freut mich. Und jetzt schnell nach oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin hibbelig. Action. Ja, es geht nach oben. Und jetzt nicht zu viel rüberhüpfen, sonst fällt man hinunter. Ist mir noch nicht passiert, aber ich habe schon gesehen bei anderen Spielern, aber ihr wisst Bescheid. So. Quest ist abzugeben bei Novani in den Sangernmarschen, an dieser Position, in Tervedor oben. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert.
Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte seinen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns auch mal da. It's okay, Ende.